Moin Leute, ich wollte euch hier auch mal auf dem Multiplayer mitnehmen, wo ich hier auf einem Multiplayer-Server bin, der von Nico verwaltet ist, wo auch Tim, also Monika mitspielt und wo ich dann plötzlich irgendwann eingeladen worden bin und ja, mich ein bisschen so Sucht gepackt hat. Ich bin gerade einen Anhänger gekauft und als was gesucht habe und ein bisschen Silage und Kuhfutter transportieren kann. Hier läuft das alles so ein bisschen anders. Wir sind hier auf dem riesigen Marsch Reloaded unterwegs. Und ganz lieben Grüß geht dann LS Schleswig-Holstein. Der hat das bei mir im Stream irgendwann nachts mal empfohlen und dann war der Nico auch dabei und wir haben uns diese Karte hier angeguckt. Also die, das ist so eine schöne Karte, so richtig Spaß da zu spielen. Hier sind wir auch schon ein bisschen unterwegs, ich weiß gar nicht, ob man Statistiken hier sehen kann, lass mal gucken. Und hier verdient man relativ viel Geld, weil auf den Feldern, die man kauft, sind Windräder. Und deswegen ist, glaube ich, Geld hier das kleinste Problem. Wenn ihr hier so seht, was wir monatlich so machen, ist das schon ganz gut. Ne, Statistik sehe ich hier nicht. Oder? Also, gerade eine Statistik. Genau, und ich habe gedacht, ich mache davon auch eine kleine Aufnahme, dadurch, dass der Server hier durchläuft. Also der läuft pro Monat, haben wir 2 Tage, und gerade am 2. Tag des Januars ist das halt einfach so, dass ich hier immer ein bisschen spielen muss. Moment, wieso ist da Schnee? Löst sich ja hoffentlich auch, wenn ich das hier hinschmeiße, oder? Ja, das hat mich gerade ein bisschen verwirrt. Ne? Ja. So. Stellen wir dich mal hin. Ich will eigentlich die Silage hier rausbekommen und den Silo reinkriegen. Und ich habe hier gerade. Bitte löst dich auf. Ich habe ja noch kurz zeigen, was ich hier habe. Bitte Schnee löst dich auf. So, nochmal. Ja, da ja auch. Okay, also, kann ich noch mal kurz zeigen, was ich hier so habe. Ich habe eine Molkerei mir hier hingebaut, eine Zuckerfabrik. Ich habe ein Glas Trion, glaube ich, passt. Ne? Genau, Trion 720er. Ich war da, hier wollte ich einfach mal so spielen, dass ich alles von Glas habe. Jetzt ist das Ding, dass Tim auch angefangen hat und sich hier alles von Glas geholt hat. Hier stand eigentlich ein anderer Schweinestall. Da passen nur 25 Schweine. Hat mir nicht so gepasst, weil ich mir hier so eine Schweinefuttermischanlage hingebaut. Ja, und wie ihr seht, habe ich 72.000 Liter Schweinefutter. Ich habe hier auch einen Skorpion. Der Skorpion in der Schaufel, wo ich da eigentlich gefuttert habe, hat ganz gut geklappt. Multifruchtsilo in riesig, verschiedene Einkaufssilos, Flüssigdünger, ich glaube hier war Düngertank in Trocken. Hier hatte ich bis vor kurzem auch noch Hühner. Hier passten aber bei dem Ding 2000 Hühner rein.
Das wurde mir zu viel. Ich konnte nicht so viel Getreide anbauen, wie ich hatte. Mischwagen, Güllewagen, Wender. Was ist das Ding? Ladewagen. Sind hier die Türen zu? Weiß ich nicht. Und das sind immer auf. Miststreuer. Und hier ist eigentlich auch noch ein Kalkstreuer immer da. Genau, und wir steigen jetzt um. Den habe ich hier im Angebot bekommen auf John Deere. Damit wir John Deere zumindest die Trecker haben. Ja, hier ist so eine kleine Maschinenhalle. Was habe ich hier? Ich habe hier eine Sämaschine von Horsch mit, ich glaube, 6 Metern. Ich habe hier einen Mineraldüngerstreuer, den ich eigentlich so gut wie nicht benutzt habe. Ein Horschgrubber. Ein Einzelkorn-Sämaschine mit 6 Metern. Hier so ein Flug, so ein Cheatflug. Ein Krone EasyCut Butterfly-Mähwerk. Eine Grimme Kartoffel-Sämaschine. Das ist kompliziert. Ja, und und vieles mehr auch. Ne? Also, ich habe Kühe. Ich versuche mich jetzt zu konzentrieren auf. Ich habe hier auch noch so einen Fan. Den fand ich eigentlich ganz schön. Deswegen habe ich den hier zugenommen. Für die kleinen Arbeiten GTA. Da sind schon Eierpaletten geladen. Hier ist noch ein Gabelstapler. Ich weiß gar nicht, habe ich. Ich habe hinten eigentlich auch noch ein. Sehr schön. Bitte Schnee, löst dich auf. Vielleicht sollte ich noch den Schnee, das wäre schlau. Sollte passen. Ja, die Silage. 60.000. Ja. Gut. Deswegen ist ja auch ein. Das Abladen. Ja. Glaube ich, wollte ich das so machen. Genau, dass wir einmal, ich weiß gar nicht, wie viel wir noch haben. Aber Mischration habe ich im Silo, dass wir die einmal da vollpacken. Produktivität 0. Warum? Mischfraktion 54.000. Das ist auch gut. Das ballern wir erstmal dahin. Und dann habt ihr auch gerade gesehen, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Da Gülle ist immer wieder voll. 56.000. Ich hatte mir zeigen.
Ich hatte mir... Hier ist der Gullet-Hack. Ich habe mir erstmal den Anhänger hier gekauft. Das ist ja so ein Feldrand-Container. Und habe gehofft, dass ich damit vom Feldrand hier so ein Güllebehälter sich da auffüllen kann. Kann ich nicht. Dann habe ich gehofft, was ich probiert habe, dass ich mir so einen Güllebehälter hier hinstelle. Der ist wohl zu weit weg von der Ladestation. Kann ich also auch nicht machen. Dann habe ich gehofft, dass ich, weil ich die Wiese eigentlich habe genug Felder nicht mehr so brauche, habe ich gehofft, dass ich mir hier so einen Zusatz Gülletank hinmachen kann. Da hat das blau, da habe ich es noch nicht hingebaut, aber so wie ich das gesehen habe, im Baumenü hat das da auch noch nicht hingebaut. Das kann man ausladen und dann können wir auch vielleicht die Spritze. Das ist alles zu. Auch in der Stroh. Stroh ist das Ding, geht hier leider nicht so viel rein, deswegen ist da kein Stroh. Ich schätze mal, dass er deswegen auch ein Problem hat mit der Produktivität. Und was wir. Ah, jetzt habe ich natürlich. Dass wir gleich ein bisschen Kredit aufnehmen. Jetzt ist alles ein bisschen lockerer für mich. Ne? Also, wir haben hier ein paar Sachen. Dem Realismus näher kommen. Na, also hier gibt es kein CP, hier gibt es kein Autodrive. Das ist alles hier nicht vorhanden. Dafür ist das halt, ne, mit Krediten und so weiter, hier alles ein bisschen einfacher. Und da meine Milchproduktion nicht hinterherkommt, das hier aufzunehmen, war ich der Meinung, die Produktionen sind super langsam. War ich der Meinung und war für mich eine Lösung, dass ich eine zweite Milchproduktion mir hinbaue. Das Ding ist, wohin? Ja, wenn das schon nicht damit geht, dann würde ich hier die Milch direkt. Lass uns mal gucken. Fabriken. Ja. Machst du das so auf Direktverkauf? Das ist eine geile Idee, das machen wir. Wir haben jetzt ein bisschen Geld. Nicht drauf geachtet, wie viel ich brauche. Genau, Kredit habe ich mittlerweile komplett zurückgezahlt. Das muss doch reichen. Produktion. Ah, ich wollte. Ich hasse es. Ich vergesse immer, links zu drücken, aber es geht. Das passt. Was ist hier? Ah, ich darf. Genau. Wir sind hier alle zueinander Lohnunternehmer, deswegen ist Tabben hier eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst. Machen wir das mit dem Kleinen. Meint ihr, das geht? Dem GTA? Ich probiere das einfach mal. Ne? So. Machen wir die Milch da mal raus.
Ja, und dann war es das auch eigentlich gleich schon wieder. Das werden hier nur relativ kurze Folgen, weil ich an sich gar keine Zeit dafür habe. Das ist immer so witzig. Ich will immer so viel machen. Eigentlich ist es schnell gewesen, ne? Aktivieren und direkt verkaufen. So, das ist doch schon mal sehr cool. Das hätte ich mal von Anfang an machen sollen. Ich hoffe auch, dass unsere Zuckerfabrik das jetzt auch an beide Standorten, also auf beide Standorte gleich gut verteilt. Wie viel haben wir hier? Ewig viel. Das reicht. Das ist hier aber verstellt, dass der so weiter rollt. Wir brauchen irgendwie nicht. Bisschen groß der Hänger, ne? Ich muss mir dann noch mal so auch so einen Hochschlepper besorgen. Aber jetzt gerade war ich froh, dass der Kredit einfach komplett zurückgezahlt ist. Sollte dann gleich leer sein. Die Pille immer noch nicht ganz leer. Wir werden auch die ältesten Kühe, glaube ich, dann mal verkaufen. Wie war das? Die einen sind 11 Monate, 10, 38. Sind die? Ja, 40 Monate, die werden wir gleich machen. Aber bevor ich den Kredit nehme, wahrscheinlich wird das Geld dann gereicht. Auswählen. Und verkaufen. Ja. Genau, weil dann können die jüngeren Tiere so ein bisschen mehr anstrengend. So. Eine volle Stunde ist gleich. Gleich mal gucken, ob wir ein bisschen Zucker hier rankriegen. Was wünschenswert wäre. Wir müssen noch voll machen. Den Deckel erstmal wieder zu. Ich ab und holen auch mal die Pille daraus, dass das vorbeigeht, weil wie gesagt, ich kann immer nur ein paar Minuten spielen, ein Stündchen, am Wochenende vielleicht ein bisschen mehr. Yeah. Ich wollte keine Kollision. Ja, und dann muss ich los. Ja, und das mit diesen Güllebehältern, ne, das muss ich wirklich sagen, die produzieren so enorm viel Gülle. Dass das eigentlich ein bisschen zu viel für mich ist.
Jetzt kommt das hier weg. Dann sollte hoffentlich die Produktivität auch bald steigen, oder? Ich hoffe, die produzieren Milch. Die Kühe, die ich hier habe, nicht, dass die zu jung sind. Ja, die sind definitiv zu jung. Diese Junge, die ist hier gesunder, ach, die sich fortpflanzen, die Zahlen. Ich hoffe, oh nein. Ja gut, aber wenn ich dann einfach ein paar, boah, aber 7 Monate, vielleicht soll ich die dann auch verkaufen nochmal. Das war jetzt vielleicht unüberlegt von mir. Ja, ich habe das so mir schön ausgemalt, weil. Achso, warte mal. Mal mit dem hier mal, also lass mal hier wieder stehen. Mir das so schön ausgemalt, dass ich das damit mit so 55.000 Liter, so eine Füllung sozusagen fast einmal rüberbringen kann und gut. Ja, war dann wohl nicht so. Hoppla. Weil man mit dem Ding nicht in die Silo darüber laden kann. Mensch, laufen lieber. Das Schweinefett wollte ich einnehmen, gerne. Da schon rüber tun. Und vielleicht auch einmal Stroh. Wir machen erstmal das Schweinefett da. Das wäre geil, wenn das so geht. Aber hier auch noch Gülle finden. Schweine kaufen, ne? Was ist der Tiertrigger? Was muss ich nehmen? Brauchen nicht so viel. Die sollen sich schon bald fortpflanzen. Wie viel gehen hier rein? 300. Dann nehmen wir 50, oder? Alles gut, dann können sie sich mehrfach fortpflanzen. Das dauert hier ein bisschen. Schalinski. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob die hier auch Stroh brauchen, aber sehe ich dann gleich. Ich denke, wir brauchen die erstmal Futter. Ich muss ja das verschneiden. Uns mal gucken, was die Schweinchen jetzt sagen. Bitte hab. Oh, 178 Liter. Wieso ist denn da Stroh drin? Oder erkennt das nur als Trigger vom. Das Blöde ist halt bei der Vermischanlage, kannst das Schweinefutter dann nicht zurücktun. Kannst du das Silo hier zurücktun. Da halt nicht erstmal aufpassen, aber passt ja schon zumindest ordentlich besser. Okay. Aber sei es drum, Leute. Jetzt haben wir 43, wir füllen das ja einmal noch auf. Und ich tue das hier rein und dann auch in den Kuhstall wieder. Eigentlich wollte ich noch eine Wiese, ich habe mir eine größere Wiese angelegt, deswegen meinte ich auch vorhin, ich brauche kleine nicht.
Wollte ich eigentlich dünnen. Da hätte ich auch mal eine Elfe. Das möchte ich das Stroh hier reinfahren lassen. Der Tier-Trigger. Bitte sag nicht, dass ich da rein muss. Oder er nimmt keine Pellets. Vielleicht sollte ich das. Nein, ich nehme mal Stroh, ich lasse die Pellets probieren. Könnte es sein. Ich habe mal vorher dran denken können, aber jetzt habe ich es auch probiert. Ich möchte ihn die ganze Zeit ausmachen, merkt ihr es? Ich habe mich noch. Aha! Zu tun. Ach! Den Volvo habe ich hier auch im Angebot geschossen. Altes, cooles Design. Finde ich cool. Hier auf der Map, eigentlich bin ich ein Freund davon, alles mal mit Ballen zu machen. Die Stelle neben, also die Standardstelle, nehmen hier aber leider keine Ballen an. Und deswegen mache ich hier alles mit Los und Schritt gut, wenn das einfach alles ist. Realismus und so weiter geht nicht ganz so ernst. Auch wegen Multi-Hochziele und so weiter. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Das ist hier eigentlich auch ganz gut dran, ne? Freunde, gehst du bitte aus der Wand raus? Lass sie auch nicht frei. Nee, das passt nicht mal ansatzweise. Hm. Ja, seltsam. Machen wir bei den Kühen zumindest das Stroh rein. Anfangs hatte ich auch so ein Problem mit dem Trigger. Ja, weil angezeigt wird der Trigger als Multiplayer dort in der Mitte, was man sieht. Ja, und ich konnte hier kein. Da wird der Trigger angezeigt. Und dann konnte ich hier ein Stroh reinmachen, da musste ich auch nicht das Ballen noch nicht gehen. Weil ich mir so ein Auflöser zum Stroh
Strohauflöser gebraucht und dann habe ich das rechts hin gemacht und dann war Stroh, war das auch geil. Dann sieht Stroh und dann habe ich gedacht, scheiße. Das ist ja eigentlich daneben. Das habe ich dann einfach nur da geschmissen. So. Sollte ich ja trotzdem mal interessieren. Ach, der hat hier Ballen. Tim. Tim hat Ballen. Okay, ihr solltet alles haben. Gesundheit ist schon wieder bei 10%. Und hier ist Produktivität auch wieder da. Okay. Aber ob ich jetzt Milch kriege, das steht auf einem anderen Stern. Ach Mensch, das ist blöd. Das hätte ich mal vorher checken sollen, weil ich glaube, die müssen erst einmal gekalbt haben. Also ich glaube, die müssen 18 Monate sein, damit ich Milch kriege. Ich könnte mir jetzt natürlich 18-monatige nochmal kaufen. So. Ich kann ja den Kredit schon wieder zurückzahlen an sich, ne? Ja, Aufträge mache ich so gut wie gar keine hier. Also mache ich gar keine, weil gar keine Zeit zu. Zucker verteilen. Ist alles in Arbeit. Das habe ich mir gekauft von Nico, vom Mitspieler. Das will ich jetzt nur leer bekommen, weil brauche ich nicht. Kommt weg. Hier ist der ganze Zucker gelandet. Ich hoffe, dass hier ist auch immer noch genug Milch. Hier ist 50.000 Milch. Ist jetzt auch 41.000 Milch. Ich hoffe, hier kommt auch noch Zucker hin, sodass ich dann hier auch weitermachen kann. Weiß nicht, ob ich das da deaktiviere, ob dann hier der Zucker hinkommt. Oder hatte ich da verteilen schon wieder weggemacht? Verteilen ist noch eingestellt. Mal kurz auch noch auf die Map gucken. Also hier ein riesen Grasfeld, was ich bearbeiten will als nächstes. Dann habe ich hier ein paar Felder. Weizen, Dinkel, keine Ahnung. Börse, glaube ich. Hier will ich Kartoffeln ansehen. Wo kann ich die denn eigentlich machen? Hier im Januar. Kartoffeln im März, okay. Februar könnte ich Baumwolle, okay. Jucken. Also ab März wird es wieder interessant, dass wir da was machen. Wie gesagt, alle 2 Tage das Monatswechsel. Das ist Tim seins. Das ist von Nico seins. Hier hat Tim sich den neuen Xerion 12650 gezogen. Das aussieht am Balken. Nico ist Fan. Auch Produktion am Start. So. Also hier ist alles dabei. Was war Tim? Tim müsste eigentlich Multimillionär sein, weil BGA und was weiß ich nicht, was alles. Ja. Tim hat 1 Million, das ist der Gewinn. Ach, Micha spielt natürlich auch noch mit. Den kenne ich jetzt persönlich noch nicht so, ne? Aber der spielt auch mit. Ja, Tim. Eco. Haupthof ist, glaube ich, einfach nur so Gameplay-Ding. Gemeinde. Gibt's auch. Das war's. Alles klar, haut rein, Leute. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das ist so ein Quick and Dirty Ding. Falls ihr darauf Bock habt, schreibt es mir gern in die Kommis. Haut rein, ciao, ciao.